Und damit willkommen zurück zu diesem neuen Video auf meinem Kanal, der Stammo. Und heute habe ich, wie im letzten Video schon erwähnt, mal ein detaillierteres Video für euch dabei von meinem neuen Stromerzeuger. Und zwar werde ich euch den heute mal so ein bisschen vorstellen und ein bisschen was zu sagen und habe dann auch noch einen Probelauf dabei. Und da würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und hier sieht man das ganze Aggregat jetzt. Und anfangen werde ich mal hier oben mit dem Vergaser. Da haben wir auf dem Plättchen gekennzeichnet, was für Stellungen es gibt. Jetzt gehen wir in die Kaltstartstellung, dann in die Warmstartstellung. Und dann kann man in der Warmstartstellung noch ein bisschen Gas geben und hinten raus ist dann für den Betrieb. Jetzt dann wieder bis runter zur Warmstartstellung, Kaltstartstellung und ganz hinten ist dann aus. Dann haben wir hier noch ein Luftfiltergehäuse dran. Und dort nebendran ist dann der Benzinhahn, der leider schon etwas abgebrochen ist. Deswegen habe ich hier so ein kleines Behelfswerkzeug, mit dem ich den einmal öffnen und wie man gleich sieht auch wieder schließen kann. Und dann, ja, so sieht das Ganze aus. Ist ein bisschen provisorisch das Ganze. Hat so eine kleine Einkerbung, dass man den eben noch bedienen kann. Und hier sieht man noch rechts unten, es ist ein Bing 82 Vergaser, aber über den werde ich dann auch nochmal ein detaillierteres Video machen, wo ich genau auf die Funktion davon eingehe. Hier hinten dann haben wir 2x220 Volt Steckdosen, bei der linken ist leider schon die Klappe abgebrochen, aber das werde ich dann auch gegebenenfalls nochmal reparieren. Dann hier oben das Typenschild spiegelt jetzt etwas, da werde ich dann nochmal ein Bild einblenden. Ist auf jeden Fall ein ST204 und dann hier unten der Auspuff und dann hier vorne auf dem Tankdeckel steht eben drauf Mix 1:50, nicht so wie bei den meisten anderen, die auf 1:25 laufen. Hier ist ja nochmal ein schönes Fichtel und Sachs Logo im Tank drin und unten das Lüfterrad dann. Ja, und das war dann schon mal so eine kurze Einführung für den Generator. Und jetzt noch den wie am Anfang versprochenen Probelauf. Dazu öffnen wir den Benzinhahn, tupfen am Vergaser, bis der voll ist und das erkennen wir daran, dass am Luftfiltergehäuse aus der kleinen Aussparung das Benzin-Öl-Gemisch herausläuft. Dann stellen wir den Vergaserhebel richtig ein und ziehen den Motor an. Thank you.
So, und das war's dann auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich wie immer riesig über eine positive Bewertung freuen. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal und auch gerne meinen Instagram-Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Dort heiße ich auch der Stammo. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.